Und wisst ihr übrigens, warum ich eigentlich hier bin heute? Ich habe gehört, dieser Rekrut Prediger ist hier. Habt ihr ihn gesehen? Ja, wo ist er denn? Rekrut Prediger? Daher! Es freut mich, Rekrut Prediger, Sie persönlich kennenzulernen. Sie sind mir echt ein Vorbild geworden. Und könnten Sie jetzt vielleicht noch das anziehen? Vielleicht ist das Ihnen. Habe ich auch im Zug gefunden. Und das ist das einzige Buch, das es gibt im Fall. Alles klar. Ja. Okay. Ich muss gehen. Melde mich ab. Ich habe mich gerade ein bisschen zurückversetzt gefühlt hier in dieser Szene mit diesen Rekruten hier. Und tatsächlich, es war so, vor ein paar Monaten musste ich tatsächlich für 18 Wochen den obligatorischen Militärdienst leisten bei der Schweizer Armee. Und da hat sich so viel ereignet, dass ich dem Wunsch von Papa und auch von anderen nachkommen durfte und ein Büchlein darüber schreiben durfte. Und ich denke, ich lese euch einfach mal kurz zwei kleine Ausschnitte vor. Und dann, Gut, also wir beginnen ganz am Anfang. Gut, also. Da stand ich nun mit Hunderten von Gleichaltrigen auf dem Kasernenplatz in Fribourg. Die Stimmung war wie bei einer Beerdigung. Totenstille, lange Gesichter und eine wehmütige Atmosphäre. Doch viel Zeit für Sentimentalität blieb schon an jenem ersten Tag der Rekrutenschule nicht. Wie uns schon zu Beginn eingebläut wurde, geht es bei der Armee nicht um die Frage des persönlichen Gefallens oder Spaßes, wie man ihn beispielsweise auf einer Party empfindet, sondern um die wichtige Aufgabe der Landesverteidigung. Und so soll zuerst einmal grundlegend geübt werden, wie man sich korrekt in die Achtungs- und Ruheposition aufstellt, wie man sich gebührend an- und abzumelden hat und so weiter. Das war jetzt der erste Abschnitt vom Buch und dann switchen wir jetzt mal 5 Wochen weiter. Und zwar gehen wir zu einer Szene, das war jetzt 5 Wochen später, als ich schon abdetachiert wurde, also schon abgezogen wurde von der Kompanie und nachher bei einem Abendgebet war. Und da lese ich euch jetzt einfach 2 Abschnitte. Die nahezu einzigen Berührungspunkte, die ich mit meinem Zug noch hatte, waren die abendlichen Gebetsrunden im Zimmer 3210. Täglich klagten meine Kameraden über all ihre Leiden und Schikanen, denen sie ständig standzuhalten hatten. Und obwohl ich schon an so manchen Abenden darüber gepredigt hatte, dass unser Gott nicht wie ein Automat ist, der auf Knopfdruck unsere Wünsche erfüllt, damit wir hernach in Eigenregie weiterleben können, sondern dass er möchte, dass wir eine beständige Beziehung zu Jesus haben, schien die Offenbarung über diese Zusammenhänge nur sehr schwer und zäh Fuß zu fassen. Irgendetwas musste doch durch diese unermüdlichen Gebetsrunden doch geschehen, dass sich meine Kameraden verändern. So fragte ich an jenem ersten Abend meiner 5. Rekrutenschulwoche, als sie wieder einmal alle ihre Leiden und Sorgen und Dankesgründe gesammelt hatten, ob jemand anders sich gezogen fühle, dafür zu beten. Die Antwort kam postwendend: Sasek, das können wir nicht. Du bist doch Gott am Nächsten. Ein sonst eher zurückhaltendes Zimmermitglied fasste sich dann ein Herz und teilte der Runde mit, dass er das zwar noch nie gemacht habe, aber es doch gerne versuchen würde. Nach einer kurzen Schulung folgte ein lautes und deutliches Gebet aus vollem Herzen. Nach dem gemeinsamen Amen brach das Zimmer in tosende Begeisterung aus. Hey, das hast du super gemacht! Die erwecklichen Zustände von jenem Abend schienen aber nicht lange anzuhalten. Am darauffolgenden Abend betrat ich nach getaner Arbeit das Zimmer und platzte offensichtlich gerade in die Besprechung, was sie beim nächsten Ausgang alles so anstellen wollten. Ein Rekrut erinnerte dann daran, dass sie doch solche Gespräche in meiner Gegenwart unterlassen sollen, doch es stand wie in der Luft geschrieben, dass der Lebensstrom, der mich den ganzen Tag über getragen hatte, mit ihrem Geschwätz abrupt unterbrochen wurde. Was wirkst du jetzt, Herr? Soll ich erneut auf Barrikade? Betete ich beim anschließenden Zähneputzen und musterte dabei den leeren Waschsaal, in dem ich Dutzende Spiegel und Wasserhähne wie ratlos anzustarren schienen. Zurück im Zimmer angekommen, hatte sich die Aufregung inzwischen gelegt und mein Bettnachbar meldete sich zu Wort. Er versuchte damit, meine Betrübnis im Geist wieder wettzumachen. Sasek, ich will einfach noch sagen, mit unserem Beten am Abend, und das meine ich jetzt wirklich total ernst, heute hätte ich gerne gebetet. Da war ich echt wie geschockt.
Da schwätzt einer wie wild von seinen abartigen Fantasien und dann, von einer Minute auf die andere, ist ihm das Gebet so wichtig? So wiederholte ich noch einmal in einer deutlichen Aussprache meine Warnung. Führt eure Pläne aus, versaut weiter euer Leben. Vielleicht denkt ihr dann aber erst zu spät an das, was ich euch schon die ganze Eras predige. Dann, wenn einmal eure Familien vor dem Zerbrechen und Chaos stehen. An den Früchten erkennt man doch den Baum, sät den Samen der Untreue und erntet und so weiter. An jenem Abend folgte auf meine deutliche Aussprache eine heftige Diskussion. Doch der Herr schenkte mir aus Gnade den offensichtlichen Sieg im Wortgefecht, dass der Wortführer zum Schluss in einem ernst gemeinten Gebet sprach. Gott da oben, entschuldige uns, dass wir immer so einen Scheiß reden. Gib dem Sasek aber auch Verständnis, dass er nicht meint, dass wir schlechte Menschen sind. Wir sind einfach nur mal Männer. Obgleich dies wohl das kurioseste Gebet war, das mir bislang zu Ohren gekommen war, drangen diese Worte wie Pfeile in mein Herz. Denn wie könnten all diese hilflosen Menschen jemals machtvoll verändert werden, wenn sie nicht ein Vorbild haben, das ihre Not von der Wurzel her kennt und ihnen den Weg in die volle Freiheit vorlebt? Wenn nicht Vorbilder da sind, die nicht allein von der Veränderungskraft Jesu sprechen, sondern diese vorleben? Sind nicht auch diese Männer Opfer einer gezielten Verschwörung geworden, die sämtlichen Ansätzen einer gesunden Familie wehrt, um ihre zerstörerischen Pläne zu verwirklichen? Ja. Ja. Das war jetzt ein Ausschnitt aus der 5. Woche und es war nicht das einzige Buch, das ich im Zug vergessen habe, wie der Johann so schön gesagt hat. Wir haben das euch heute mitgebracht als Geschenk. Diese Broschüre, Rekruprediger daher, Militärdienst mit Aufwind. Ja.